Birle, Bastelzeit oder eher Reparaturzeit? Denn ja, wir sind hier gerade an einem der ältesten Teile in meiner Haussteuerung, und zwar dieses wunderbare Board hier. Oben kann man es eventuell schon erkennen. One Wire auf EIA 232. Das ganze Board sorgt also dafür, dass One Wire Sensoren, und zwar genauer die DS18B20, also Temperatursensoren, die hier übers komplette Haus verteilt sind, aufgenommen werden über die Kabel hier unten, verschiedene Busse, und das wird hier oben auf RS232, also eine serielle Schnittstelle, umgewandelt. War, glaube ich, mit die erste Platine, die ich mir damals selbst geätzt habe. Man kann auch schön sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier einen großen Kondensator für die Stromversorgung, der kümmert sich darum, kommen 5 Volt rein. Einen kleinen 100 Mikrofarad Koppelkondensator, den klassischen AT Mega 8. Ein Quarz, was sagen wir, 4 Megahertz mit 2 22 Picofarad Kondensatoren, das gibt den Takt vor. Haben dann hier einen 10 Kiloohm, der dürfte den Reset entsprechend richtig ziehen. Hier jede Menge 4,7 Kiloohm Widerstände, die kümmern sich um die Busse hier unten, wo die einzelnen Sensoren dranhängen. Das sind dann 1, 2, 4, 5, 6. Sechs, ja, offensichtlich sechs One-Wire-Busse, die ich hier anschließen kann, wobei die nicht alle in Benutzung sind. Und dann der klassische Aufbau hier oben, ein Max 232 mit entsprechend 4x1 Mikrofarad als Spannungspumpe. Der sorgt für den klassischen seriellen Anschluss. Das heißt also, der hier, der macht UART, schickt die Daten raus. Die sind dann aber, wenn der hier das schickt, mit 5 Volt und 0 Volt Pegeln. Für RS232 brauchen wir plus minus 12 Volt. Das kommt dann hier oben entsprechend durch diesen Chip. Der pumpt die 5 Volt, die hier reinkommen, hoch auf plus minus 12 Volt. Wir brauchen ja nur ein bisschen was. Und ja, das Ganze geht dann hier entsprechend per seriell raus. Früher war es so, dann ging das direkt über ein serielles Kabel zu meinem Home-Server. Der hat das Ganze aufgenommen und verarbeitet. Das tut er heute immer noch, allerdings geht es nicht mehr seriell, sondern daran ist so ein wunderschöner, nicht wunderschöner, UART auf USB-Konverter. Das sind diese Teile hier. Die haben hier an der Seite, wie man unschwer erkennen kann, einen UART, und auf der anderen Seite, ich müsste es jetzt raussuchen, ist ein USB-Verbinder. Das Problem ist, ne, das hier ist jetzt irgendwie der dritte, der mir davon kaputt gegangen ist. Die Dinger sind leider nicht ganz so haltbar. Gut, ich habe jetzt langsam mehr oder weniger die Schnauze voll, habe keine Lust mehr darauf, also das Ganze ein bisschen umbauen. Wovon ich nämlich noch jede Menge habe, sind die hier. Das ist auch USB auf der einen Seite und hinten serielle Schnittstelle, aber halt eine TTL-Schnittstelle, also 5 Volt. Das heißt also, ich versuche den hier da dran zu machen, sodass wir im Prinzip diesen ganzen IC hier ersetzen. Glücklicherweise habe ich den damals gesockelt, das heißt, ich kann im Prinzip einfach rausziehen und mir mit ein paar Kabelbrücken hier den dran bauen. Aber ich denke, was ich machen werde, der ist hier mit zwei Schrauben und dahinter, ja, dahinter sind irgendwelche Reste wohl. Ich schätze mal, Kabelisolierreste habe ich damals häufig benutzt als Abstand zur Wand. Die werde ich gleich mal rausmachen. Dann gucken wir uns mal an, was ich damals gemacht habe. Ich meine, man sieht ja schon einseitige Platine, selbst geätzt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Gucken wir mal, wie schlimm das aussieht. Generell, ihr seht hier vielleicht, das ist direkt auf der Wand, ist jetzt aber nicht ganz so kritisch. Hier kommen halt nur 5 Volt rein. Das ist auch beschränkt, ich glaube, auf 100 Milliampere oder so. Also das ist eine sehr überschaubare Leistung, die hier durchgeht. Alles ist mit Widerständen, das heißt, entsprechend kann man hier auch überall dran packen, ohne ein Gewicht zu bekommen. Das sind ganz kleine Spannungen, ganz kleine Ströme, also nicht wirklich Gefahr. Gut, ich suche mir mal einen Schraubenzieher, mache das ab und dann gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Ja, und hier können wir dann noch einen kurzen Blick auf die Rückseite werfen und ja, die Zeiten haben sich zum Glück ein bisschen geändert. Sowas gibt es heute bei mir nicht mehr. Wie gesagt, selbst geätzt. Das heißt also, ich habe das Platinendesign auf irgendein Papier oder eine Folie ausgedruckt, das dann irgendwie auf eine Kupferplatine übertragen und dann selbst mit Ätzmitteln dann das Kupfer da weggeholt.
Heutzutage braucht man das nicht mehr wirklich machen. Ich meine, so ein Prototyp-PCB, was kostet das irgendwie? 1,80 €, lass es mal mit Porto irgendwie 5 € sein. Wenn man ein bisschen Zeit hat zu warten, ist das auf jeden Fall deutlich bessere Qualität. Und das dann auch beidseitig mit Bedruckung und allem. Ja, damals gab es das halt nicht. Wenn man da eine Prototyp-Platine haben wollte, das war so mehr oder weniger über 100 € wahrscheinlich. Und das führte dann zu solchen Konstrukten hier. Problem an der Sache, man kann es, denke ich, relativ gut sehen. Rechts sieht alles ganz in Ordnung aus, aber links ist irgendwie kein Kupfer mehr. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Hatching-Pattern, also diese Rauten, die da sind, ganz bis nach links hätten durchgehen sollen, aber links war wahrscheinlich irgendwie entweder der Aufdruck nicht dick genug drauf, dass ich da irgendwie nicht genügend Druck drauf hatte, oder dass die Ätzflüssigkeit nicht homogen war und entsprechend der da auf der linken Seite mehr geätzt hat als rechts. Das sind alles Sachen, die kann man in den Griff bekommen, wenn man entsprechend Erfahrung damit hat, aber ich habe so oft keine Platinen geätzt. Ich habe irgendwie 3, 4 Platinen vielleicht im Jahr gemacht und dann hat man nicht so wirklich das Gefühl dafür, was denn jetzt richtig ist, was falsch ist. Auf der anderen Seite, das Platinenmaterial war jetzt auch nicht unbedingt das günstigste und ich war ein armer, ja, wahrscheinlich Azubi zu dem Zeitpunkt. Also, wenn das Ding noch halbwegs zu retten ist, wird's gerettet. Hier in dem Fall habe ich einfach Drähte drüber gemacht bei den Leiterbahnen, die entsprechend weggeätzt wurden, obwohl sie hätten da bleiben sollen. Das Ganze dann hochprofessionell mit Heißkleber festgemacht und naja, es sieht natürlich etwas abenteuerlich aus, aber wenn ich gucke, das ist jetzt sehr lange Zeit gelaufen. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht umbauen würde, würde das wahrscheinlich auch noch ewig weiterlaufen, weil das Einzige, was bisher kaputt gegangen ist, sind diese USB-Seriell-Adapter, die halt extern sind. Die eigentliche Elektronik hier auf der Platine hat bisher noch nie bei mir irgendwelche Probleme gemacht. Und das Alter sieht man auch ein bisschen in der Software, denn naja, damals gab es halt noch kein Arduino oder sowas. Man konnte entweder in C programmieren, das war mir aber ein bisschen zu hoch und zu ineffizient und deswegen ist das Ding hier in Assembler programmiert worden. Also zumindest wenn man das Zusammenkopieren von Codes aus dem Internet in Assembler dann Programmieren nennen will. Und nein, nicht Stack Overflow, das gab es damals auch noch nicht. Also schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Lass mal den alten raus. Merken, auf der linken Seite ist die Einbuchtung, also Pin 1. Ups. Ja. Die Pins sind definitiv krumm, aber na gut, das werden wir wohl irgendwie überleben. Wie sieht's aus? Wir haben gedrehte Pins, das sollte gehen. Dann suchen wir uns mal die nötigen Sachen, die wir hier brauchen. Wir brauchen einmal Ground. Okay, es ist tatsächlich so rum. Das heißt für mich, dass der zweitletzte hier Ground ist. Daneben ist VCC. Ich könnte jetzt natürlich auf VCC, also die Spannungsversorgung über USB durchführen. Aber dann hing es halt direkt am USB und ich hätte doch gerne das Original, was ich im End angeschlossen habe, weil da eben diese 100 mAh-Sicherung drin ist. Deswegen lassen wir das so. So, von der anderen Seite zwei frei. Okay, jetzt dann nur noch den Adapter dran, sobald ich ihn wieder gefunden habe. Ah, in der Tasche. Und ja, Nachteil von denen ist natürlich, im Gegensatz zu dem anderen ist kein Kabel dran. Das heißt, ich muss gucken, wie ich das bis zum USB hinkriege. Yay. Aber das sollte wohl machbar sein. Irgendwo werde ich wohl noch eine USB-Verlängerung finden. Dann machen wir das hier mal dran. Das hier ist RX, wobei ich glaube, RX macht der hier eh nicht. Das ist ein reiner Transmitter, das Modul hier. Das heißt also, die Auswahl ist dann auch nicht ganz so groß. Im Zweifelsfall muss ich gleich hier die RX- und TX-Leitungen, die beiden hier nochmal tauschen, wenn ich daneben gelegen habe. Aber ich denke mal, das sollte so funktionieren. Hier leuchtet was und wenn man genau hinguckt, der blinkt auch ab und zu. Also da kommen bei RX offensichtlich Daten an. Welp, dann versuchen wir das nochmal mit Laptop. Und das sieht gut aus. Da melden sich irgendwelche Sensoren zu Wort und geben mir wunderbar die Temperaturen nach und nach rein. Das klingt richtig. Okay. Ich würde mal sagen, Ding halbwegs repariert. Und auch am Server hat sich das Ganze inzwischen gemeldet. CP2102, Silicon Labs und so weiter und so fort. Das klingt auch schon mal gut. Das Einzige, was ich gerne noch ändern würde, das Ganze ist im Moment TTY USB 2.
Das sind halt die klassischen Namen unter Linux. Wenn man ansteckt, dann kriegt er entsprechend TTY-USB. Der fängt dann an zu zählen. Das erste Gerät, was man ansteckt, ist TTY-USB 0. Das nächste wäre TTY-USB 1 und so weiter und so fort. Problem, naja, in welcher Reihenfolge steckt man es an? Findet die mal danach wieder. Deswegen ist es schöner, da irgendwie sinnvolle Namen zu benutzen. Das kann man tun. Dazu braucht man aber irgendwas, wie man die Dinger unterscheiden kann. Und da haben wir ein Problem, denn, ja, Seriennummer 0001. Yeah, right. Wäre doch schön, wenn wir dem Ding eine sinnvolle Seriennummer geben können. Das Zaubertool, das heißt zum Beispiel, es gibt verschiedene, aber ich nutze hier mal das CP21-0XCFG. Das ist ein kleines Tool, damit kann man die Dinger umprogrammieren, hauptsächlich Vendor-ID, Product-ID, Product-Name-String, Serial-String, Buffer-Flush-Bitmap und die einzelnen Modi. Wichtig dabei, man kann das Ding kaputt machen, also Vorsicht damit, ne? Sollte, denke ich, klar sein. Aber, ne, ich habe noch genug, können wir ein bisschen mit rumspielen. Also krallen wir uns erstmal die Software, git clone und dann die Adresse, bitte hier hin. Wichtig dabei, ihr kennt das Spielchen ja, ihr solltet euch vorher den entsprechenden Source Code hier angeguckt haben und auch die Makefiles und so weiter, dass da nichts Böses drin ist. Momentan sieht das hier ganz okay aus. Also machen wir mal einen Make. Das sieht gut aus, keine Fehlermeldungen. Punkt Schräger Config Help. Die Hilfe bekommen wir schon mal und hier gibt es ein Minus L, damit können wir das Ganze auflisten. Ob er überhaupt was findet, machen wir das mal. Access denied, wer hätte es erwartet. Gut, zum Ändern von Hardware ist es eventuell auch nicht schlecht, wenn der User das kann. Wir haben ein Gerät, gerade mal schauen, Bus 1 Device 40. Und wenn wir hier oben gucken, ja, das sieht gut aus, Device Number 40. Also auch hier, der ist damit einverstanden, dass das das 40er Gerät ist. Also nur der eine angeschlossen. Dann würde ich sagen, wir programmieren das Ganze mal um. Machen wir den Namestring anders. Wie ist denn eigentlich der Namestring gerade? Also Namestring ist der hier wahrscheinlich dann, schätze ich. Wobei wir können ja mal einfach ohne machen. Dann sollte er ausgeben, was er gefunden hat. Okay, hier haben wir jetzt auch die kompletten Infos, die er gefunden hat. Können entsprechend sehen, was wo drin steht. Der Name scheint sogar relativ lang zu sein. Ich mache da üblicherweise rein. AdlerWeb, UART. Damit sehe ich dann auch, dass das von mir modifiziert ist. Und die Serial Number. Da sollte natürlich irgendwas Sinnvolles rein. In meinem Fall mache ich mal die 201, weil es der erste ist an jedem Gerät. Am Ende kommt es nur darauf an, dass die möglichst einmalig sind. Wichtig dabei, hier steht Programming, the config field is a write once operation. Das heißt also, man kann das Ding wahrscheinlich nur einmalig programmieren. Wenn dabei was schief geht, hat man danach ein totes Gerät. Drücken wir mal die Daumen, dass es hier nicht schief geht und Error, no such device. Yay, hat offensichtlich nicht funktioniert. Dachte ich jedenfalls, denn wenn wir reingucken, er hat sich neu verbunden, er hat die richtige Product-ID, er hat die richtige Seriennummer, also hat funktioniert, es kamen halt nur Fehlermeldungen. Welp, soll mir recht sein, klappt schon mal. Wir haben also jetzt was, womit wir das Ding unterscheiden können, nämlich die Seriennummer in dem Fall. Wir wissen, dass es ein TTY-USB ist. Jetzt müssen wir nur noch dem beibringen, dem einen sinnvollen Namen zu geben. Das machen wir am besten über UDEV. Das liegt unter etc UDEV und da gibt es einen Ordner Rules D. Wir sehen, hier sind schon ein paar Sachen drin. Üblicherweise fängt man bei den Sachen, die man selber macht, mit 99 oder sowas an, wobei es hier egal ist, weil nichts anderes drin ist. Gibt dem einen schönen Namen und wichtig .rules. In die Datei können wir dann zum Beispiel sowas hier reinschreiben. Das ist jetzt natürlich noch nicht ganz so in Ordnung. Zum einen, was wir sagen, dass wir nur auf Geräte reagieren, die vom Typ TTY sind, also serielle. Und dann sagen wir, was wollen wir denn für Attribute? Wir wollen zum Beispiel den Vendor. Das ist aber nicht die hier, sondern wir wollen ja den 10C4. Und Product ID war die EA60. Das sind alles Werte, die in dieser Übersicht eben angezeigt wurden. So, jetzt steht hier Symlink. Wie wollen wir das Ding nennen? TTY USB underscore und dann machen wir mal OneWire. Das wäre jetzt der Name. Das hier ist aber noch nicht ganz das, was ich möchte, denn ich hätte gerne noch ein Attribut. Ich hatte ja extra die Seriennummer gesetzt. Die sollten wir dann auch benutzen. Um rauszukriegen, wie das Ganze am Schluss heißt, nutzen wir UDEV-ADM, also den UDEV-Admin. Wir wollen Infos mit Attributen für DevTTY USB 2. Das ist ja der aktuelle Name.
Und hier kriegen wir jetzt direkt eine komplette Liste mit allem, was da auf dem Weg so liegt. Wir gehen jetzt mal hoch. Wir müssen uns jetzt von oben runterarbeiten, bis wir an der richtigen Stelle sind, nämlich dass wir entsprechende Seriennummer haben. Hier kommt schon mal das Interface dazu und hier haben wir die Serial, also ATTRS Serial, gleich, gleich und so weiter. Das sollte er eigentlich so erkennen können. Probieren wir das mal, fügen das entsprechend hier noch mit dabei. Glücklicherweise können wir das einfach hier rüber kopieren und das klingt doch schon mal gut. Wir wollen also jetzt hingehen wollen, wenn wir ein TTY-Device haben vom Hersteller 10C4 mit der Produktnummer EA60 und der Seriennummer AW201, dann wollen wir das ganze TTY-USB_OneWire als Symlink haben. Das heißt, er wird weiterhin diesen TTY-USB2 anlegen, aber dann noch zusätzlich einen Symlink, der uns immer zeigt, das Gerät ist jetzt gemeint. Theoretisch sollte die Regel jetzt automatisch aktiv sein, aber zur Sicherheit UDEF ADM Control Reload. Damit gehen wir auf Nummer sicher und jetzt machen wir noch einen Trigger. Dann wird alles automatisch angemeldet. Wenn wir jetzt mal in Dev gucken und uns da alle TTY-USB auflisten lassen, dann sehen wir, er hat uns jetzt hier den angelegt, den Symlink zeigt auf TTY-USB2. Wenn ich es in der anderen Reihenfolge einstecken würde, dann hätte ich es entsprechend trotzdem immer diese eine Stelle, wo ich meine Temperatursensoren wiederfinde. Klingt doch gut. Jetzt muss es nur noch funktionieren und ja, selbstverständlich ist er von mir. Natürlich handelt es sich hier um ein PHP-Skript. Ich müsste es, glaube ich, mal in Python neu schreiben. Aber das hier sieht auch schon ganz gut aus. Hier kommen Sensoren rein und sie liefern das Wetter ab. Yay, was haben wir gerade draußen für eine Temperatur? Lasst mal schauen, wenn ich außen finde. Nee, Außentemperatur will gerade nicht, sind noch Sensorfehler. Es kann jetzt natürlich sein, ich muss gleich mal gucken, dass das auch alles wieder richtig an Ort und Stelle ist. Der hängt im Moment noch lose. Kann sein, dass da irgendwo ein schlechter Kontakt ist. Aber generell, ja, ich würde sagen, hier kommen auf jeden Fall Temperaturen rein und das fällt dann bei mir unter, tut, was es soll.